Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und zuerst einmal vielen Dank für die rege Teilnahme an meinem Casio MTP-Gewinnspiel, um diese schöne Uhr, die nach wie vor noch original verpackt ist, ging es ja. Den oder die Gewinnerin werde ich am Sonntagmorgen auslosen und dann via Instagram benachrichtigen und hoffe, dass er oder sie dann ganz viel Spaß mit der Uhr hat. Ich persönlich trage sie, seitdem ich sie habe, immer wieder mal sehr gern. Und ja, bin sehr zufrieden. Ich denke, für 50 € bekommt man da wirklich eine tolle Uhr, ein tolles Gesamtpaket, was wirklich auch optisch einiges hermacht. Und ja, hoffe, dass der oder die neue glückliche Besitzerin oder Besitzer dann ähnlich viel Spaß mit der Uhr hat. Ja, habe mich auch sehr gefreut, dass ein paar Damen mitgemacht haben bei dem Gewinnspiel, da die ja, sonstige Zuschauerquote oder beziehungsweise das Publikum doch vorwiegend männlich ist. Und ja, finde ich umso cooler, dass auch Frauen mitgemacht haben. Ich denke, die Uhr passt sowohl zu Männern als auch zu Frauen sehr gut. Und ja, drück allen, die mitgemacht haben, die Daumen. Genau. Dann soll es heute in diesem Video um diese schöne Uhr gehen. Das ist der günstigste Chronograph, den man aktuell bei Amazon bestellen konnte. Oder kann man, glaube ich, denke ich auch immer noch. Und ich wollte einfach mal gucken, was kriegt man für diesen Preis von, ich glaube, 5,20 € circa. Und ja, jeder, der schon günstige Uhren besessen hat oder besitzt, der weiß, dass man für 5 € wirklich nicht viel erwarten darf. Was man erwarten darf, das klären wir jetzt gleich im Video und ich wünsche euch viel Spaß. Danke nochmal für die Teilnahme und ja, bis demnächst. So, hi nochmal. Jetzt geht es los mit dem Unboxing dieser ja, günstigen bzw. des günstigsten Chronographen, den man auf Amazon bekommen kann. So wird das Ganze geliefert in dieser dünnen ja, Plastikfolie bzw. Plastiktasche. Und ja, ich nehme die Uhr einfach auch mal direkt aus der Verpackung heraus, denn bis auf die Uhr befindet sich auch nichts in der Box bzw. in dieser Plastikfolie, die wir einfach gleich mal beiseite legen. Ja, und so sieht das gute Stück dann aus. Der Hund sagt gerade nochmal: Hallo, Django, geh mal auf deinen Platz. Entschuldigung. Genau, das hier ist das gute Stück. Ich muss sagen, auf Bildern war ich echt erstaunt, dass die Uhr doch wirklich einen schicken Eindruck macht oder beziehungsweise gemacht hat. Und ja, der erste Eindruck ist ehrlich gesagt, dass die Uhr extrem leicht ist. Also das Armband ist zwar offensichtlich aus Metall. Ich weiß nicht, ob das Edelstahl ist, ehrlich gesagt, oder ob es vielleicht auch noch was anderes ist, was leichter ist. Also vielleicht ist es auch hier ja, Messing oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ja, es wirkt extrem leicht. Also vor allem ist das, ich weiß nicht, ob man das hören kann, aber das Gehäuse, das ist definitiv nicht aus Metall. Das ist ja aus Plastik. Von daher direkt mal die erste Ernüchterung. Das Armband ist hier mit so einer Folie relativ hochwertig. Das habe ich bei anderen Uhren, die teurer sind, noch teilweise nicht gesehen, quasi geschützt. Hier gibt es auch so eine Abdeckung, die ich einfach mal abziehe. Na, klebt ein bisschen. So, jetzt. Und ja, bei der Schließe handelt es sich natürlich auch um dünnes gefaltetes Blech. Und wenn ich hier so drüber fahre mit dem Handschuh, dann fühlt sich das ehrlich gesagt ziemlich scharfkantig und unsauber verarbeitet an, was ja in der Preisklasse, dieser absoluten Niedrigpreisklasse nicht verwundern sollte, dass wir hier Qualitätsabstriche haben. Aber
Es fühlt sich hier wirklich auch hier an der Schließe ziemlich scharf an, das Metall. Also direkt mal der erste große Minuspunkt. Wir haben allerdings, ja, was heißt allerdings, eine Feinverstellungsmöglichkeit, also zwei insgesamt. Zeige ich euch nochmal hier. Einmal dort und einmal dort. Ja, inwiefern das dann funktioniert, sei nochmal dahingestellt. Die Federstege werden natürlich auch keine besonders gute Qualität haben. Ja, hier nochmal das Gehäuse in der Nahaufnahme. Und ja, eine andere Sache, die natürlich direkt auffällt, ist, dass es sich nicht um einen echten Chronographen handelt. Also da finde ich das Produktbild schon etwas irreführend im Nachhinein, weil wir sehen hier, dass die Totalisatoren quasi nur aufgedruckt sind und es letztendlich eine ganz herkömmliche Dreizeigeruhr ist. Ich dachte schon, Wahnsinn, ein Chronograph für 5 Euro ist ja irgendwie unfassbar, selbst im Quarzsegment. Und ja, jetzt weiß ich, woher der Preis kommt. Diese beiden Drücker hier haben überhaupt keine Funktion, lassen sich auch nicht betätigen. Also das ist ja, mehr oder weniger reine Optik und die Totalisatoren leider nur aufgedruckt. Hier steht dann auch noch 200 Meter. Also ich dachte auch im ersten Moment, okay, eine Uhr für 5 Euro, die wird mit Sicherheit keine 200 Meter wasserdicht sein. Also man kann hier definitiv froh sein, wenn das ganze Spritzwasser geschützt ist, das Plastik- bzw. Kunststoffgehäuse. Der Deckel der Uhr, ich wische hier nochmal drüber. Der Deckel ist einfach auch aus Kunststoff, ohne Aufdruck oder ähnliches. Also hier auch keine Hinweise auf eine gegebenenfalls 200 Meter Wasserdichtigkeit, was natürlich ja auch nur Optik ist auf der Uhr. Also das sollte man auf keinen Fall erwarten. Das Glas hat so einen leichten Blauschliff. Ich denke, dass das absichtlich irgendwie gewählt wurde, je nachdem, wie das Licht darauf einfällt. Ja, ist vielleicht so auch das erste und einzige Highlight der Uhr optisch. Ich werde es jetzt mal kurz von der Folie befreien. Ich denke, dafür muss ich kurz die Handschuhe ausziehen, weil das dann doch nicht so einfach ist. Mach das mal eben schnell hier. Ja, es ist relativ hartnäckig eingeschweißt, das Ganze. Ups, kann man dann aber auch hier auch ganz gut abziehen. Ja, und es klappert und klimpert. Also wenn man das hier einmal so hält, das ist auf jeden Fall eine Klapperparty, die hier stattfindet. So in dem Licht, sage ich mal, sieht das Armband gar nicht so verkehrt aus. Wir haben sogar so mattierte Elemente in den Mittelgliedern. Der Rest soll, glaube ich, hochglanzpoliert sein, aber ist natürlich auch total minderwertig gemacht. Die Bänder gefaltet, wie nicht anders zu erwarten. Also von massiven Elementen sind wir hier mindestens 100 Euro entfernt, wenn nicht sogar noch mehr. Also das ist dann eine ganz andere Preisklasse, völlig klar. Aber hier geht es natürlich auch nicht darum, eine hochwertige Uhr zu kaufen, sondern wer sich so eine Uhr kauft, der will vielleicht einfach ja, zu einem bestimmten Anlass, weil er vielleicht keine Dresswatch hat oder ähnliches, einfach so eine Uhr tragen und kaufen. Oder vielleicht auch für ein Festival oder eine Party. Eine Uhr, die kaputt gehen kann und darf. Wenn es passiert, ist keiner traurig. Ja, aber sonst darf man hier natürlich nicht allzu viel erwarten. Nichtsdestotrotz werden wir einfach mal die Maße nehmen. Und fangen wie immer mit dem Gehäusedurchmesser an. Hier haben wir einen Wert von 41,3 mm. Der Lack-to-Lack, ja, die Hörner sind, ups, die Hörner sind relativ lang der Uhr. Also
Ich versuche es mal hier. Ja, viel mal gar nicht so einfach mit einer Hand. Na, kleinen Moment. Okay, das ist leider gerade ein bisschen kompliziert. Ich werde es jetzt einfach mal so machen. Habe ich dann einen Wert von 49,7 mm. So, war eine schwere Geburt. Und die Höhe des Gehäuses beträgt 9,1 mm, also sehr flach. Wie es für eine Dresswatch ja sich dann auch, beziehungsweise eine Dresswatch, die sind ja meistens dann sehr flach. Ob das hier eine sein soll, weiß ich nicht, aber es geht ja schon so ein bisschen zumindest auf dem Produktbild in die etwas schickere Richtung. Und ich denke, ja, ich sehe hier gerade zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, da haben wir auch schon die ersten Kratzer, mit der die Uhr quasi ausgeliefert wird. Also da darf man auch keine hochwertige Verarbeitung oder ähnliches erwarten. Das ist natürlich einfach wirklich billigste Machart, Massenware, die, ja, keine Ahnung, was für eine Käuferschaft ansprechen soll, ehrlich gesagt. Also ich gehe hier irgendwie davon aus, dass man junge Leute, Schüler, die irgendwie wirklich für eine Party oder so auf der Suche nach einer günstigen, preiswerten Uhr ist, die vielleicht aus der Ferne ganz cool aussieht, aber naja, bei näherem Hinsehen fällt sie dann auch schon mehr oder weniger auseinander, wenn man sich dann mal ansieht, was für ein Spiel das Armband hier hat. Das ist ja wirklich Wahnsinn, habe ich so auch noch nicht gesehen. Naja, nichtsdestotrotz, ich werde sie mal anlegen und werde hier erstmal meine Kase für ausziehen, die ich schon ein bisschen lieb gewonnen habe. Und ja, gucken wir uns einfach mal an, wie sowas am Arm aussieht. Und ich werde das Band jetzt nicht extra kürzen dafür. Habe jetzt hier wieder meinen Schwamm, den ich mir quasi auf die Unterseite des Armes quasi einstecke, damit das Band nicht so schlackert. Ja, und so würde das Ganze dann aussehen. Ich muss sagen, jetzt auf dem Bild der Kamera sieht es gar nicht so verkehrt aus, wenn ich so drauf gucke. Die Größe persönlich gefällt mir sehr gut. Gefällt mir persönlich sehr gut, so rum. Allerdings, ja, ist natürlich, sobald man ein bisschen genauer darauf schaut, werden die optischen Mängel sichtbar. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen unglücklich positioniert, das Schaumstoffkissen. Aber ja, wie gesagt, das ist eine reine Modeschmuckuhr, die man vielleicht für den Urlaub sich kaufen kann. Oder ich weiß nicht, selbst da gibt es natürlich aus meiner Sicht viele coolere Uhren, die es mehr verdient hätten, an den Arm zu kommen, aus meiner Sicht. Aber ja, so aus der Ferne finde ich, sieht das echt ganz okay aus. Aber ja, allein, dass diese Totalisatoren aufgedruckt sind, also jemand, der sich für Uhren begeistert, für den ist es natürlich absolut nichts. Aber ja, um für wenig Geld den Look eines Chronographen zu bekommen, kann man es vielleicht mal machen, ich weiß es nicht. Also ich möchte diese Uhr eigentlich ungern empfehlen. ja, es war wie gesagt so ein Spaßkauf mehr oder weniger. Ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt machen sollte. Ist natürlich dann auch die Frage, könnt ihr gerne mal schreiben, falls jemand diese Uhr haben möchte. Könnt ihr euch gerne melden. Ich persönlich werde sie jetzt nicht behalten wollen, beziehungsweise ihr keinen Platz in meiner Uhrenkiste zuweisen, weil es natürlich einfach für wirkliche Uhrenliebhaber und Sammler nichts ist. Aber falls vielleicht irgendwie ein Schüler oder Student hier zuschaut, der sagt, okay, ich habe kaum Kohle für eine höherwertigere Uhr und möchte trotzdem irgendwie eine Armbanduhr gerne tragen und das Ganze mal ausprobieren, schreibt mich gerne an und dann schicke ich euch die Uhr gerne zu.
Und wer zuerst kommt, mal zuerst in dem Fall. Beziehungsweise bekommt die Uhr dann. Und ja, vielleicht kann ich dem einen oder anderen, beziehungsweise einer Person dann so noch eine Freude machen mit der Uhr. Wie gesagt, seid vorsichtig mit dem Armband. Das ist hier wirklich leicht scharfkantig. Wenn man das weiß, dann ist es vielleicht in Ordnung. Aber ja, ich glaube jetzt nicht, dass man sich da wirklich verletzen kann. Sonst würde ich sie jetzt auch nicht jemandem schenken wollen. Aber ja, man darf halt wirklich nicht viel erwarten. Und ja, vielleicht abschließend für alle Uhrenfans oder falls ihr einem Uhrenfan oder einem, ja, eine Freude machen möchtet, dann kauft ihm oder ihr lieber wirklich eine Casio für 20 Euro oder von mir aus, es gibt Modelle, Casio-Modelle ab 10, 15 Euro. Das sind wirklich dann auch coole Uhren, finde ich, die man bedenkenlos weiter verschenken kann. Das hier ist aber wirklich, ja, sollte eigentlich nicht irgendwie verschenkt werden. Also wenn mir jemand sowas schenken würde, dann wäre ich ehrlich gesagt leicht beleidigt. Ja, weil jemand, der Spaß an Uhren hat, der wird definitiv keinen Spaß an so einer Uhr haben, weil es dafür einfach zu günstig und ja, was heißt zu günstig, ist mit dem Preis hat es letztendlich nichts zu tun. Man kann für ein paar Euro mehr, wie gesagt, coole Casio-Uhren kaufen, aber es ist einfach, ja, minderwertig verarbeitet, schlackert, hat überhaupt kein Gewicht am Arm. Also ja, ist letztendlich eine reine Spaßuhr, an der ein Uhrenliebhaber wahrscheinlich auch keinen Spaß hat. Von daher lasst es lieber bleiben. Falls ihr euch jetzt für den Kauf einer solchen Uhr interessiert, gebt lieber ein paar Euro mehr aus. Falls ihr wirklich Chronographen kaufen möchtet, Quarz-Chronographen, schaut euch auch die Modelle von Citizen an, die Edifice oder ich weiß nicht genau, wie der Name ausgesprochen wird, Edifice oder Edifice-Reihe, die bietet da auch coole Chronographen an, bei der es dann auch wirkliche Funktionen gibt, der Drücker, also Stoppuhrfunktion etc. Also gebt da lieber ein bisschen mehr Geld aus, dann habt ihr auch wirklich Spaß an so einer Uhr. Oder kauft euch wirklich in dem 10 bis 20 Euro Segment eine Casio. Das sind dann wirklich auch schon coole Uhren für wenig Geld und ja, nicht sowas wie hier. Aber trotzdem, ja, ich hoffe, ich konnte euch diesen, ja, Fake-Chronographen, ich habe selber, ja, war ein bisschen erstaunt, als ich die Uhr ausgepackt hatte. Ich hatte wirklich erwartet, dass sie einen Drücker, eine Funktion haben. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch das irgendwie näher bringen konnte, was man, ja, für 5 Euro auf Amazon bekommt in dem Preissegment. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, auch wenn es diesmal wirklich keine coole Uhr ist, die ich hier vorstelle, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ja, bis demnächst, wo es dann bestimmt auch wieder coolere Uhren gibt, die es mehr verdient haben, auf einem Uhrenliebhaber-Kanal präsentiert zu werden. Macht's gut, ciao!